Kurt Georg Kiesinger, 137 Stimmen. Gerhard Schröder, 81 Stimmen. Barzel, 26 Stimmen. Niederlage Barzels und Wahl Kiesingers. Start der CDU-CSU-Fraktion in die Regierungsneubildung. Ich habe dieses schwere Amt, ich bin mir durchaus bewusst, wie schwer es ist, übernommen mit dem Willen, alle meine Energie daran zu setzen, die Dinge bald zu einem guten Ziel zu bringen. Und ich bitte Sie um Verständnis dafür, wenn ich in diesem Augenblick auf programmatische Erklärungen verzichte. Wir bestreiten den Anspruch der CDU-CSU, die im Bundestag nicht über die Mehrheit verfügt, allein über die Benennung des neuen Bundeskanzlers befinden zu wollen. Wer Bundeskanzler wird, entscheidet sich durch die Bildung einer Mehrheit für das Sachprogramm einer neuen Regierung. Das erste Koalitionsgespräch zwischen der SPD und der CDU-CSU über außenpolitische Sicherheits- und Deutschlandfragen belebte die Produktion Bonner Gerüchte darüber, wer mit wem das umstrittene Vergnügen einer neuen Koalitionsehe teilen wird.